Ja, meine lieben Freunde, und damit ein herzliches Willkommen hier zurück zu einer spannenden Folge von 7 Days to Die. Ich bin euer Badora, ist ja mittlerweile bekannt, denke ich mal, hoffe ich, schätze ich, weiß ich nicht. Und wenn nicht, dann bin ich auf jeden Fall der Badora. Ein herzliches Willkommen hier auf meinem Kanal. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir bereiten uns heute darauf vor, ein bisschen die Horde abzuwehren. Die kommt nämlich in 2 Tagen und ich muss wieder ein bisschen Holz anschaffen. Ja, Holz habe ich eigentlich. Ich muss eigentlich ein paar Holzstacheln anschaffen und so weiter und so fort. Ihr wisst das ja mittlerweile alle schon. Ihr kennt den ganzen Zirkus ja schon. So, jetzt muss ich mal gucken, wo war das denn hier? Ich habe schon wieder tagelang kein 7 Days to Die gespielt. Schande über mich. So, jetzt werde ich hier einfach mal 1236 Klumpen dafür verwenden. 306 Holzstacheln passen schon. So, die kloppe ich mir auch gleich mal ins Inventar. Gleich, wenn die fertig sind. Und dann geht's auf jeden Fall weiter hier. Zack, jetzt gucke ich mal gerade hier in den Ofen. Was habe ich hier noch am Laufen? Gar nichts. Da kann ich das Ding ja auch ausmachen. Das läuft ja umsonst. Das läuft ja umsonst. Das geht nicht umsonst heizen hier. Was ist denn bei dir los, Gabriel? Hör mal, hast du zu viel Geld in der Tasche oder was ist bei dir los? So, dann schauen wir mal gerade. Munition muss ich auf jeden Fall herstellen. Das heißt, wir müssen in die Höhle. Wir müssen einmal Nitratpulver besorgen. Und Kohlebrocken, so viele wie möglich. Dann habe ich hier auf jeden Fall genug Möglichkeiten, mir irgendwas zu bauen. Patronenhülsen muss ich mir noch bauen. Schaue ich mal gerade. Dafür brauchten wir, glaube ich, nämlich diesen Messing. Hä? Wie viel habe ich denn davon? 215. Ist ja schön. Dann mach doch mal 215. Bäh. Direkt 215 in your face, 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 face. So, nice. Alles klar, gut. So, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal in der Zwischenzeit, wo das alles am Bauen und Machen ist, gehen wir mal ein bisschen in die Höhle, into the Höhle und so. In the hole. In the biggest hole I've ever seen. So, oh. Bloß nichts brechen, Gabriel. Das kannst du ja so gut. So, hier sehe ich schon mal, glaube ich, das, was ich brauche, so einigermaßen. Ein bisschen Blei. Ist das nicht hier dieses Holz-Dingsbums? Brocken, Kohlebrocken? So. Ja, da siehst du, haben wir wieder was. Und Nitratpulver, geil. Nice. So gefällt mir das. Steine brauche ich jetzt nicht unbedingt, aber die sind auch nicht unbedingt schlecht. Ja, Zement und so könnte ich immer noch weiterhin ausbauen, keine Frage. Aber ich lasse das jetzt einfach erstmal so. Warum sollte ich? Weißt du, wenn jetzt sowieso bald dieses komische Update rauskommt, dann weiß ich nicht, warum ich jetzt noch hier, wer weiß, was bauen sollte, um ehrlich zu sein. Weil wenn ich dann wieder von vorne anfangen muss, dann wäre das natürlich die Arschkarte pur. Wenn ich mir jetzt auch vorstelle, ich baue mir mal einen schönen Leuchtturm da fertig. Ich meine, ich kann den Spielstand ja behalten, das ist ja keine Frage. Ich kann ja einfach einen anderen Spielstand starten dann. Und da mit dem Update dann starten, wieder ganz von vorne und den hier einfach so beibehalten. Natürlich kann es auch sein, dass das Update mit dem Spielstand auch übernommen wird, aber so wie ich gehört habe, meine lieben Freunde, ist das wohl so, dass gerade am Anfang die Materialien sehr schwer zu beschaffen sein sollen. Da bin ich ja mal sehr drauf gespannt. Wenn das alles so ein bisschen anspruchsvoller ist, wie es denn jetzt am Anfang war, da würde ich mich auf jeden Fall drauf freuen und die Herausforderung würde ich natürlich auch gerne annehmen. Keine Frage. Wenn ihr auf jeden Fall noch Bock auf 7 Days to Die habt, lasst es mich wissen. Ich bin auch gerade schon so ein bisschen am Rumprobieren, dass ich vielleicht für euch ein paar Livestreams starten kann. Allerdings könnte ich das wahrscheinlich nur in der Qualität von 540p oder 360p und da ist die Qualität echt dreckig. Und dazu kommt dann halt noch keine Facecam und dass die Audioqualität dann auch nicht so gut ist. Ich weiß nicht, ob das dann wirklich so praktisch ist zu streamen. Also ich würde das eigentlich echt gerne machen, wenn ich besseres Internet habe. Nur habe ich das ja schon mal erklärt, dass ich die Arschkarte gezogen habe und in dem Stadtteil wohne, wo halt noch keine Glasfasern liegen. Oder irgendwie der Eigentümer hier vom Haus irgendwie zu geizig ist, so eine Leitung sich legen zu lassen. Keine Ahnung. Voll die pure Oberscheiße, sage ich euch. Aber ich schwöre euch, sobald ich das irgendwie hinbekomme, dann werde ich auch für euch streamen. Ich weiß nicht, wie viele Leute Interesse daran haben, mich live zu sehen, live zu kommentieren. Natürlich würde ich auch eure Kommentare dabei beantworten, falls ihr irgendwelche Fragen habt oder was auch immer. Ich kann mich auch mit euch unterhalten, wenn ich live spiele. Alles kein Problem. Habe ich auch richtig Bock drauf. Früher mit Bloodborne habe ich das immer gemacht. Das hat auch richtig viel Spaß gemacht. Und ich weiß ja nicht, wie gesagt, wie sich das so verhält und
und wie viele Leute darauf Bock hätten und so. Weil das geht ja auch wieder auf die Aufnahmezeit, die ich dann dafür nicht nutzen kann, wenn ich live spiele. Vielleicht müsste ich dann so ein paar gewisse Tage dann einfach mal sagen, ich probiere das aus, ich lade euch ein und wir schauen mal, ob das funktioniert. Mache ich vielleicht irgendwann mal so ein Infovideo zu, so ein direktes für Streams und etc. pp. Ob ihr da wirklich Bock drauf habt, wie viele Leute denn überhaupt Lust hätten, mich dabei zu unterstützen, weiß ich ja überhaupt gar nicht. Keine Ahnung. Es gibt ja auch viele, die wollen zum Beispiel, dass ich Terraria wieder spiele. Da muss ich aber allerdings gestehen, muss ich erst wieder Lust aufbringen. Obwohl ich wüsste, wenn ich jetzt eine Folge mache, denke ich, schauen sehr viele rein und das wird mir auch wieder Motivation geben. Nur wüsste ich jetzt gerade, um ehrlich zu sein, gar nicht, wo ich da am Anfang oder beziehungsweise am Ende gewesen bin. Ich weiß zwar noch, dass ich da dieses Halloween-Event gemacht habe, diesen Kürbismond oder wie das hieß. Ich weiß es schon beinahe gar nicht mehr. Der alte Terraria-Gronk hier. Und ja, dass ich noch den Frostmond machen musste, den könnte ich eigentlich nochmal aufnehmen in der Staffel 4. Es wünschen sich ja wirklich sehr viele eine Staffel 4 für Terraria. Ich weiß ja echt nicht, ob ich das mal machen soll. Vielleicht mal aus Spaß eine Folge und dann mal schauen, was ihr da so von haltet. Ich kann es aber nicht versprechen. Freut euch nicht zu früh. So, ich werde jetzt erstmal noch so ein bisschen abgraben hier, denn ich schaue mal eben, wie viel haben wir denn jetzt schon? 440 Nitrat und Kohlebrocken. Das muss mehr werden. Das muss viel mehr werden. Jetzt bekommen wir hier Eisen und Blei ohne Ende, aber kein Nitratpulver. What the fuck? Was auch ein sehr lustiges Thema ist, meine lieben Freunde, das wollte ich euch auch einmal so ein bisschen ansprechen jetzt gerade, weil ich ja weiß, dass so viele Spaß dran haben, hier Seven Days to Die zu schauen, benutze ich das jetzt einfach mal, ich nötige es einfach mal dazu, um so ein bisschen mit euch mich zu unterhalten in dieser Folge. Und ich finde es ja eine lustige Geschichte, da ich habe ja zwei Kinder und eins davon geht schon in die Schule, so. Und jetzt aufgepasst, jetzt ist das aber so, dass die ganzen Freunde von meinem Kleinen mich schon kennen auf YouTube und ich so langsam aber sicher die Befürchtung habe, dass die das alle richtig toll finden und die Eltern aber nicht so. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht kennt, vielleicht seid ihr selber so jung und schaut vielleicht Seven Days to Die von mir und da kommt die Mama von hinten und dann müsst ihr eben schnell mal auf Startseite gehen oder so. Wisst ihr, was ich meine? Es gibt ja so gewisse Fälle, da wo die Eltern echt so knallhart sind und irgendwie das überhaupt nicht wollen. Letztens zum Beispiel bin ich spazieren gegangen. Dann ist mein kleiner Einjähriger, der ist wirklich erst eins, der läuft schon rum und sagt immer Hi und so. Und dann lief da so ein Opa lang, so ein richtig, boah, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, ganz ehrlich. Ich bin auch sprachlos weggegangen, ich hätte tausend Dinge zu dem sagen können. Auf einmal sagt der Kleine so zu ihm so Hi, Hi. Und der Opa so, wir sagen hier nicht Hi, wir sind keine Amerikaner und so, Alter. Ich dachte, aus welchem Jahr kommst du denn, Alter? Junge, ich wollte schon sagen, euer Nazi-Opa und so, weißt du, aber... Boah, wenn meine Kinder dabei sind, versuche ich mich ja so ein bisschen zu striegeln, wenn mir sowas passiert. Aber ich glaube, wenn ich privat alleine unterwegs gewesen wäre, irgendwie, boah, keine Ahnung. Also da hätte ich schon das Passende zu gesagt, ganz ehrlich. Hier in meinem Ort, wo ich hier wohne, sind aber alle irgendwie so religiös eingestellt, keine Ahnung, voll schrecklich. So, und ich bin ja gar nicht so der Kirchengänger und so und überhaupt nicht gläubig und so. Ich glaube, ich komme mir hier so ein bisschen vor wie in so einer Sekte manchmal, keine Ahnung. Alle sind so, weiß ich nicht, die gucken mich auch immer an, als wäre ich so... Aber das liegt vielleicht daran, wie ich schon sage, dass die ältere Generation vielleicht auch nicht unbedingt diese Let's Plays so toll findet, wie wir jetzt, in unserem Alter. Ne? Ist es halt so, es ist halt so. Ich schaue ja relativ viele Videos und ich muss gestehen, ne? Es gibt viele schlimme Videos, da kann ich es verstehen, aber in meinem Fall, ich meine, ich benutze zwar ab und zu Schimpfwörter, muss ich ganz ehrlich gestehen, ja? Aber ich versuche noch so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen? Ich haspel zwar manchmal und komme nicht auf den Punkt, was ich eigentlich sagen will und vielleicht kapiert mich der eine oder andere auch gar nicht. Aber ich versuche wenigstens so ein bisschen noch menschlich zu bleiben und mich nicht hier wie wer weiß wer zu verkaufen, um ehrlich zu sein. Ein bisschen Stolz muss ja dabei sein. Die Folgen müssen mir selber auch noch gefallen, wenn ich sie selber schneide und gucke, wenn ich jetzt meine Folgen selber schneide und die anschaue und ich merke, was zur Hölle laber ich da für eine Scheiße. Es gab auch Folgen, die habe ich aufgenommen komplett mal eine halbe Stunde lang und da dachte ich mir so, ne, das kannst du nicht bringen.
Ja, ne? Also das heißt, ich gebe mir schon in irgendeiner gewissen Art und Weise Mühe, damit ihr euch hier nicht total die Kopfschmerzen wegholt. Auch wenn hier manchmal der Zappelklaus durchs Bild läuft. Ja, ist ja okay, aber was soll ich denn machen? Das kann ich nicht ändern. Das ist nicht meine Schuld. So, jetzt haben wir hier schon 1000. Das wird ja wohl reichen. Damit kriege ich bestimmt irgendwie 500 Schießpulver hin oder so. Aber ich kriege hier gerade echt gut Zeug weg. Das leuchtet hier auch alles so rot, als wäre ich hier gleich am Ende der Welt. Meine lieben Freunde. Wo lande ich hier? Bin ich etwa schon in der Hölle gelandet? Man weiß es nicht. Wir graben uns etwas tiefer. Und tiefer. Und tiefer. Wie viele unter euch haben sich eigentlich schon mal bis zum tiefsten Punkt des Spiels gegraben? Ist das gar nicht so tief oder stelle ich mir das nur so tief vor? Und wieso komme ich hier jetzt an Sand ran? What the fuck? Das ist voll die geile Höhle, haut euch das mal rein. Aber wie komme ich jetzt wieder hoch? Wo bin ich hier überhaupt? Warte mal, hier geht's runter. So, jetzt gehe ich mal hier lang. Okay. Aha. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich bin. Ich bin vollkommen orientierungslos. So. Jetzt klettere ich einfach mal hier hoch und hoffe, ich lande irgendwo, wo ich weiß, wo ich bin. Ah. Mach auf. Los. Lass mich raus. Okay, alles ist gut. So, Tür zu, Tür zu. Ich höre wieder Zombies. Es könnte lustig werden. Was habe ich denn hier? Hallo? 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 Ich höre Zombies, aber ich sehe sie nicht. Ich sehe tote Menschen. Ja, weiß ich nicht. Ich kommentiere das jetzt mal nicht. Und gehe einfach nach oben. Jetzt schaue ich mal in den Ofen rein. Hier ist schon wieder was Neues. Sehr schön, die Patronenhülsen sind fertig. Und ich wollte mal schauen, wie ich Benzinkanister herstelle. Ölschiefer. Guck mal, jetzt habe ich schon so ein blödes Fass. Wo steht, man kann damit angeblich irgendwie Dingsbums herstellen. Jetzt steht hier, ich brauche Ölschiefer. Was ist das? Verdammte Scheiße. Ich habe keine Ahnung, wie man das herstellt. Oder kann ich das irgendwie durch die Fässer herstellen? Auch nicht. Dann weiß ich es echt nicht. Vielleicht schreibt mir das doch mal bitte in die Kommentare, wenn das einer von euch weiß. Vielleicht habe ich es auch überlesen. Vielleicht hat es schon jemand in die Kommentare geschrieben. Ich weiß es nicht. Aber ich kann hier schlichtweg keine Benzinkanister bauen. KP. Ist ja auch egal. Ich stelle mir die jetzt einfach mal hier hin. Auch wenn das irgendwie ein bisschen lebensmüde ist. So. Passt schon. Sieht ein bisschen gefährlich aus. Wenn die hochgehen, bin ich voll im Arsch. Oh, fuck. Na, oh, das stelle ich auch lieber weg. Da habe ich mir irgendwie gestern Abend gar keine Gedanken mehr drüber gemacht, würde ich sagen. Wenn die hochgehen, habe ich wirklich ein Problem. Nein. Das Fass soll hier hin, du Drecksack. Drecksau. So ist gut, meine lieben Freunde. Alles klar. So, und jetzt stellen wir uns noch ein bisschen Munition her. Und natürlich auch noch, was mir gerade einfällt, Schießpulver. Wo kann ich das denn nochmal machen? Das ist schon wieder so lange her, dass ich Schießpulver gebaut habe. Oder geht das einfach so? Munition. Da, Schießpulver. Perfekt. Bau, was du bauen kannst. 620, das passt schon. So. Jetzt benutzen wir noch ein bisschen Papier gleich für die Schrotmunition. Das ist alles immer so ein bisschen hin und her, ich weiß. Zack, zack, zack. Geschossspitzen muss ich auch noch herstellen, fällt mir gerade auf. Geschossspitze. Da. Zack. Wie viel baue ich denn da mal von? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall nicht nur 50. Mache ich mal 100. Oder 200. 200 passen schon. Nun, wir spielen gleich schon wieder 20 Minuten, meine lieben Freunde. Ich würde sagen, wir verabschieden uns auch gleich.
Denn wir müssen uns langsam aber sicher wirklich noch auf die Horde vorbereiten. Ich muss noch ein bisschen was bauen hier und. Ich weiß nicht, ob ich euch dafür mitnehme, denn ich habe heute leider nicht so viel Zeit. Ich habe eben so ein bisschen Zeit dafür verschwendet, auszuprobieren, wie das denn aussieht, wenn ich streamen wollen würde. Und ich muss euch leider sagen, die Qualität wäre echt übel bad. Oh, scheiße, das geht mir so auf den Sack hier, dieses Internet. Ohne Witz. Ich würde euch gerne wirklich so viel mehr bieten, als ich jetzt gerade echt kann. Ganz ehrlich, ich würde mir auch so gerne eine Elgato holen, damit ihr alles in 60 Frames sehen könnt. Alles zum Kotzen. Ich muss mir ein Spendekonto einrichten. Oh nein. Als ob mir einer helfen würde. So, jetzt würde ich sagen, mache ich doch nochmal so ein paar Schießpulver. Zack, 260. Und fange jetzt schon mal an, so ein paar Flintengeschosse herzustellen. Oh, Moment mal. Ist das... Ach, das geht nur mit der langen? Das ist aber interessant. Vielleicht sind die ja stärker, die Munitionsdinger hier. Man weiß es nicht. Was? Warum so viel Schießpulver? Willst du mich verarschen? Ey, für ein so ein... Nee, fuck off, Alter. Hier, pff, ganz ehrlich. Als wäre ich ein Pferd oder so, ey. Jetzt könnte ich Schießpulver kacken oder was? Nee, das kannst du voll vergessen. Hier, guck mal, das kostet schon genug. Das ist ja schon gleich alles wieder weg, wenn ich hier die Magnum... Oh nein. Das ist ja echt dreckig. Aber ich baue ja noch genug. Eigentlich, ne? Boah, das ist ja echt fies. Da ist das ja aber echt günstiger hier mit dem groben Schrot und so. Obwohl die wahrscheinlich nicht so gut ist wie die andere dann. Grober Schrot, stimmt, habe ich auch noch nicht hergestellt. Hier. Blei und Lehm. Ah, ha. Stimmt ja. Hier. Mach mal eben. Ach, das brennt immer noch gut. Und Steine packe ich hier nochmal rein. Boah, ich habe so viel Steine, ne? Uiuiuiui. So. Und hier mache ich einfach nochmal 100 von, würde ich sagen. Dann reicht das aber auch mit der... Oder? 100, 120. 120 Schuss. Ich glaube, ich habe sogar noch ein bisschen im Inventar irgendwo, in der Kiste. Und den Schatz habe ich immer noch nicht gefunden. Tut mir leid, aber da habe ich echt keinen Bock drauf. So, fertigen. Fertige. Sehr schön, sehr schön. So, das fertigt alles und ich muss jetzt ganz schnell zusehen, dass ich mal so ein paar Holzstacheln erneuere noch. Das machen wir auch noch zusammen hier. Und jetzt habe ich aber auch eigentlich genug gesprochen hier in der Folge. Ich würde sagen, ich mache echt nochmal so ein kleines Informationsvideo. Da setze ich mich einfach mal dahin mit so ein bisschen Let's Play im Hintergrund oder so. Und mit ein bisschen Facecam oder irgendwie sowas. In so einer ganz anderen Perspektive. In so einer, ja, in so einem informationsartigen Video-Style, weiß ich noch nicht genau, wie ich das mache. Was, ich verblute? Fuck off, fuck off. So. Und, ja, und dann, spreche ich mal so ein bisschen darüber wegen Streams und so, ob ihr da wirklich Bock drauf habt, etc. pp. Und, dann schauen wir einfach mal weiter. So. Und Terraria ist mir klar, das braucht, glaube ich, keiner mehr in die Kommentare schreiben. Aber wenn ihr Bock drauf habt, könnt ihr das natürlich auch nochmal machen. Wer wirklich Lust auf eine vierte Staffel hat, schreibt es mir bitte einfach mal in die Kommentare, damit ich weiß, wie viele wirklich Bock drauf haben. Ich habe eigentlich, um ehrlich zu sein, einen kleinen Überblick. Aber um ehrlich zu sein, wie viele Leute genau das jetzt sind, weiß ich gar nicht. Es kommen immer mal wieder welche, die schreiben, vierte Staffel, mach mal bitte weiter hier, bla bla blub. Und ich erschrecke mich ja auch immer wieder, wenn ich sehe, wie viel Klicks und Däumchen schon die erste Folge hat von Terraria oder zum Beispiel von Bloodborne. Also da bin ich schon echt ein bisschen stolz drauf und nochmal ein großes Dankeschön für diesen ganzen Support. Falls es da noch Leute gibt, die das auch gesehen haben, ich weiß es ja nicht, ob die Leute, die jetzt Bloodborne und Terraria bei mir geschaut haben, immer noch bei mir auf dem Kanal sind und vielleicht darauf warten, bis ich wieder was hochlade. Ich habe keine Ahnung, ganz ehrlich, von wie vielen Leuten hier von meinen 810 Abonnenten noch aktiv dabei sind. Keine Ahnung. Das würde ich echt gerne mal erfahren. So. Es sind alles so Dinge, die gehen einem durch den Kopf, wenn man den ganzen Tag so dabei ist, diese Videos zu machen. Und fragt sich so, ne? Wie viele schauen das eigentlich wirklich? So. Au.
zack, zack, zack. Zack, zack. Viele sind ja auch auf Qualität bezogen. Das heißt, es gibt ja auch wahrscheinlich welche, die gucken meine Videos gar nicht, weil meine Videos nur in 720p laufen. Nur das Problem ist, da ich ja keine Elgato habe und ich jetzt zum Beispiel die Gameplays über die PS4 aufnehme und die Facecam und das Audio über den Laptop, dass ich dann halt, wenn ich jetzt zum Beispiel die Eigenschaften vom Video sehe, dass die PlayStation wirklich nur in 1280x720p aufnimmt. Und das heißt, wenn ich das jetzt hochskaliere, dass es dann irgendwie so ein bisschen matschig aussieht, ist mir aufgefallen. Und daher mache ich meine Folgen jetzt nur noch in 720p, weil dann bleibt das auch so scharf. Und ich muss gestehen, es fällt mir wirklich nur auf, wenn ich auf meinem großen Flatscreen gucke, dass es dann alles so ein bisschen anders aussieht, wie als wenn man es dann auf dem Laptop guckt. Aber das ist meistens so der Fall. Jedenfalls bei mir, weil ich habe einen Plasma-Fernseher, da sieht alles immer so ein bisschen anders aus, wie auf so einem Laptop, der da LEDs oder so drin hat. Oder wie das auch immer heißt, LCD, LED, keine Ahnung, Alter. So, kenne ich mich nicht so mit aus. Ich bin ja so mehr so der Plasma-Mensch. So. Zack. Zack, zack. Heute wieder intime Einblicke in Badoras Leben, ey. Oh Gott, so nenne ich die Folge, ey. Einblicke in Badoras Leben, Alter. Soll ich auch mal so einen Vlog starten, ja, meine lieben Freunde? Was ich so alltäglich mache, wie ich so alltäglich vor mich hin verwese, ja? Interessiert euch sowas auch? Schreibt es mir bitte in die Kommentare. Oh, heute ist Schreib in die Kommentare, Folge. So, hier springe ich mal drüber! Oh, und voll in den Arsch. Aua. Und die ist immer noch nebenbei am Schießpulver herstellen, das finde ich echt gut. Und die Folge ist wirklich witzig, ne? Ich finde die echt gut. Und ich habe auch immer noch nicht probiert, wie das jetzt zum Beispiel ist, wenn ich hier in dem Spiel Musik anmache. Ich mache ja meistens immer, darum mache ich ja auch die Musik immer in dem Spiel aus. Wenn ich zum Beispiel manchmal meine Action-Szenen habe und da mein Hardcore-Metal oder so drunter mische, dass ich dann die Musik nicht vermische untereinander. Das hört sich nämlich total kacke an. Von daher mache ich immer gerne die Gameplay-Musik aus. Ich weiß, das nimmt so ein bisschen den Flair. Aber wenn es dann wirklich darauf ankommt und es Situationen gibt, wo ich dann so ein paar Lieder oder Musikstücke habe, die da wirklich zu passen. Nein! Nein! Gabriel! Oh, ich könnte durchdrehen. Ich könnte durchdrehen. Erscheine auf dem Bett, Gabriel. Was soll ich dazu sagen? Egal. Egal. Wir sind ja sowieso noch nicht dabei, unser Wohlbefinden jetzt straight irgendwie unbedingt gewollt auf 250 zu bringen oder so ein Scheiß. Also das habe ich auf jeden Fall auch noch vor. Aber ich würde sagen, da fangen wir einfach mal mit... Jetzt fang doch nicht schon wieder mit dem Mist an. Würde ich sagen, fangen wir einfach damit an, wenn wir die Horde hier bekämpft haben. Dann würde ich sagen, gehen wir wirklich mal den Weg Richtung Folge 100, dass wir gucken, dass wir unser Wohlbefinden mal so ein bisschen steigern und nicht ständig sterben. Scheiße! Gabriel, what the fuck is going on? What is wrong with you? Oh, God, no! Die sieht aus wie so ein Ninja, wie so ein Turtle-Ninja. Die Alte. So, ey. Boah. Jetzt hier aber. Wie viel habe ich denn jetzt? 341. So, und jetzt möchte ich gerne ein bisschen Flintmunition herstellen. Wo ist mein verkackter grober Schrott? Ach so, stimmt ja. Stimmt ja, stimmt ja. Im Ofen. Da muss ich ja auch gleich nochmal hin. Aber ich stelle jetzt erstmal noch die Stacheln hier weiterhin auf. Ganz ehrlich, weil dann habe ich das hinter mir. Und morgen, also diesen Tag noch... Und morgen Abend kommen die dann. Und ich möchte ja natürlich vorbereitet sein, keine Frage. So, hier stelle ich nochmal ein paar hin, damit die mir nicht sofort den Zaun hier wieder anfressen, diese blöden Wichser. So, tut mir leid für diesen Ausdruck, das muss doch auch mal sein hier. Und es ist ein Jubiläum, meine lieben Freunde. Diese Folge, kein Zappelklaus. Hey! Boah, wenn ich jetzt so Jubeldinger finde, ne, die mische ich jetzt hier drunter, ey. So klatschende Leute, das wäre echt lustig.
Wenn ich das noch finde. So, zack, weg damit. Nicht damit. Also, so. Zack. So, hier noch eine lustige kleine Stange voller. Ach, Mensch, jetzt! Du blöde Sau! Es ist doch nicht wahr, jetzt. Du bringst mich zum Stottern hier, du. Du. Und so. Zack, zack. Badora hat heute gute Laune irgendwie. Keine Ahnung. So. Jetzt mach. Nein. Hierhin. So. Passt doch. So lasse ich das jetzt auch, damit ich euch nicht noch mehr langweile. Und wir spielen jetzt gleich schon wieder eine halbe Stunde. Was ist hier los? Das wollte ich doch gar nicht. Hä? Und warum ist dieser Blumenstrauß gerade kaputt gegangen? Sachen, hier läuft eine Hase rum oder so. Der Killerhase. Er will mich umbringen. Rabbit. Der Rabbit will mich essen. So. Zack. Alles klar. Weiter geht's. Hier machen wir auch nochmal ein paar Stachelholz-Dinger hin. Und ich fange schon wieder total an zu stottern. Das ist echt uncool. So. Zack. Ey! Und ich bin so ein bisschen krank. Tut mir leid, das hört man vielleicht, so, dass ich so ein bisschen durch die Nase spreche. Und falls ihr euch fragt, wie das funktioniert, da habe ich auch schon mal einen Kommentar bekommen. Falls ihr oder du dich fragst, wie man durch die Nase spricht, haltet doch mal eure Nase zu und sprecht dann irgendwas. Das hört sich total komisch an. Hey, ich bin der Günther. Weißt du, so richtig schwul halt. Da stehe ich voll nicht drauf. So, egal. So, zack, zack, zack. Hier mache ich auch nochmal so ein paar Holzstacheln hin. So, weg damit. Das kann ich auch nicht so gelten lassen, eigentlich. So. So. Und die da unten muss ich, glaube ich, auch nochmal so ein bisschen reparieren. Ich kann ja auch noch den überschüssigen hier, wie hier zum Beispiel, den überschüssigen Zement nehmen und so. Und hier nochmal alles so ein bisschen extra verstärken. Dann ist das wirklich overpowered verstärkt. Und dann muss ich da wirklich nichts mehr mitmachen. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Jetzt will ich hier schon wieder hochgehen, obwohl ich hier hochklettern kann. Ich Vollhorst. So, komm, mach. Rüber hier. Stefans Schatzkarte. Fuck off, Alter. Echt, Stefan. Wie kannst du deinen Schatz so tief vergraben? Bist du behindert? Ich hab den nicht gefunden, ganz ehrlich. Also, ich weiß nicht, wie der den da versteckt hat, aber das macht kein Mensch, den Schatz so tief vergraben, ganz ehrlich. Da ist sich doch jeder zu fein für. Weißt du? Außer es wäre vielleicht eine Million oder so. Die würde ich so hart verstecken. Du, das glaubst du gar nicht. So. Ach so, stimmt ja, hier Flintmunition, die stelle ich jetzt einfach mal komplett her und baue mir noch ein paar. Ja, ich baue mir noch ein paar von der Magnum. Für die Magnum, so. 100, reicht das? 100 baue ich mir einfach. 100 fertigen. Und baue mir hier nochmal so ein paar 9mm. Ich weiß nicht, ich würde auch sagen 100 Stück. Und dann fehlen wieder so ein paar Patronenhülsen jetzt gleich. Aber das ist, glaube ich, nicht so wichtig, weil wir im Allgemeinen auf jeden Fall viel, viel Munition haben. Und ein paar Sniper vielleicht, weil die ist auch gar nicht so schlecht, wenn ich ehrlich bin. Sollte ich mir vielleicht auch mal bauen. So, jetzt habe ich noch Dings und Bums, aber kein Ping und Pong. Ja, das ist ja schlecht. Patronenhülsen kann ich jetzt nicht mehr bauen, aber Geschossspitzen. Ja, das ist natürlich scheiße jetzt. Ne? Oder habe ich noch welche im Ofen hier? Nee, schade eigentlich. Aber egal, ich baue mir jetzt einfach dafür noch ein paar Geschossspitzen hier. Und muss zusehen, dass ich noch ein bisschen Messing bekomme. Ich lasse das nämlich immer wie so ein richtiger Vollidiot liegen, obwohl das total wichtig ist. Richtig scheiße. So, da könnte ich jetzt eigentlich mal 500 Stück oder so von bauen, ne? Weil da kann man eigentlich nie genug von haben. Von dem Zeug hier. Aber 200 reichen jetzt erstmal. Ich möchte euch damit echt nicht langweilen.
So ein paar Eisenstangen könnte ich vielleicht auch nochmal bauen und so. Wie viel Eisen habe ich? Eisen kann ich hier noch ein bisschen reinlegen. Mache ich auch. So. Dann passt das erstmal. So, der stellt noch Munition her. Zack, 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 zack. Ist hier noch irgendwas drin? Nee. Hier könnte ich theoretisch noch so ein bisschen Zement herstellen. Habe ich sogar noch genug, ey. Buh. Krass. Stein, kleiner Stein. Und Bruchsand fehlt mir dafür einfach nur. Aber den kriegen wir auch recht schnell zusammen eigentlich. Auch kein Problem alles. Zack, zack, zack. Das tue ich erstmal. Obwohl, das brauche ich noch fürs Verstärken gleich. So, das packe ich mir auch mal wieder hier unten hin. Wir sind ja eben gestorben, ist mir gerade wieder eingefallen. Muss die Medizin wieder nach unten. Das wichtige Zeug kommt hier erstmal rein. Die Armbrust packe ich weg. Wir bräuchten echt noch so ein paar Pfeile, weil 85 ist auch nicht viel. Das packe ich weg. Das brauche ich. Kohlebrocken weg. Geschossspitze. Könnte ich mir eigentlich noch diese großen Schrotdinger mitbauen? Wenn ich ehrlich bin. Kann ich ja mal probieren. Warte mal, wo sind denn die? Schießpulver, Patronenhülsen fehlen. Ach so. Scheiße. Grober Schrot. 130. Gut, dann mache ich hier noch 130 groben Schrot. Und dann haben wir auf jeden Fall genug Schrotflintenmunition. Und auch von dem Rest eigentlich genug. Magnum 113. Für die Sniper jetzt leider nicht so viel, aber egal. Ich gucke einfach gleich nochmal in meiner Kiste nach. Jetzt spielen wir auch gleich schon 35 Minuten und ich schätze, wir kommen auch auf die 40 zu. Dann habt ihr ja eure lange Folge. Herrgott nochmal. Endlich, wa? So, die packe ich auch schon mal ein. 10 mm brauche ich eigentlich gar nicht und benutze ich auch eigentlich gar nicht so gerne. Aber die können wir einfach mal verballern. Oder die bewahren wir uns auf für die Horden, die jetzt schlimmer werden. Hier sind noch welche und da... Ach, guck mal hier. Sieh mal einer an, Mr. Badora. Zack, zack. Hier sind noch Dingsbums. Dann baue ich noch ein paar Pfeilspitzen 23. Ich weiß, das ist jetzt alles nur Bauerei und Fallerie-Fallera, aber wir müssen uns halt darauf vorbereiten. Kann ich jetzt leider nicht ändern. Und die ein oder anderen interessiert ja sowas auch. Wundert mich eigentlich, aber okay. Wenn ihr das wollt, mache ich das gerne. So. Alles klar, dann habe ich jetzt eigentlich erstmal alles beisammen, nur ich würde sagen, die Hälfte aller Sachen lasse ich hier. Und ich verabschiede mich jetzt auch erstmal für diese Folge von 7 Days to Die, meine lieben Freunde. Ich bin euer Madora und wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Däumchen da oder teilt das Video mit euren Freunden. Wäre auf jeden Fall eine super Geschichte, würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, wir sehen uns bis zur Horde. Haut rein.